Gut. Vielleicht kommt jetzt das langsam in Schwung. Wartung benötigt. Das wäre hier machbar. Gut. Das dürfen wir geschafft haben. Und jetzt heißt es weiterschauen, was wir hier oben noch brauchen. Jetzt bleiben Sie mal auf dem Teppich! Sie haben ein Ziel erfüllt und nicht das Empire gerettet. Ja, okay, ist ja gut. Beruhige dich. Also manchmal sind die gewissen Leute... Ah, wartet, habe ich nicht. Ich habe doch noch gemeint, ich wollte noch. Ja, da haben wir 4, das reicht. Das reicht sehr gut. Dann London. Cornfield. Zucker kommt sporadisch. Von wo? Sehen wir das? Zucker kommt hier und wird wahrscheinlich hier umgeladen. Kann ich mir vorstellen, muss aber nicht sein. Kann auch sein, dass das nur bis hier transportiert wird und dann per Kutschenweg. Hier hätten wir noch Mais. Ja. Gut, dann schaue ich jetzt mal bewusst hier, dass wir das hier erreichen. Machen wir mal Manchester. Was fehlt da? Holz, Mais, Weizen und Tuch. Da haben wir eine Tuchmanufaktur. Genau. Das Tuch wird hier nach York gebracht. Wie auch nach Liverpool selbst. Jetzt habe ich, meinte ich, jetzt muss ich natürlich hier noch die entsprechende. Wir bräuchten noch einmal spezifisch für Fracht. Hier. Gut, und das wäre Fracht. Dann machen wir den. Nur Fracht. Bitte mit dir. So. Die ist jetzt wirklich rein für Frachttransporte. Dann können die anderen, wenn nur Personen und Gepäck oder Pakete auf dem Plan stehen, können die das transportieren. Ja. Und hier ist einfach mal der Kühlwagen. Habe ich wahrscheinlich, nein, aber das hier einmal und dann würde ich mache hier einmal das Wartungsgebäude und
Wir könnten... nein. Machen wir das Lagerhaus. Und im Lagerhaus machen wir die. Und so, das werden die Produkte, die da hier im hinteren Teil produziert werden. Das gleiche machen wir in York. Wir errichten ein Wartungsdepot und eine Lagerhalle. In der Lagerhalle machen wir das Bier, ein Tuch. Genau. Das sind die Sachen, die hier hinten produziert werden. Hier können wir auch so. Dann, wie sieht's aus? Jetzt sind wir bei 99.000, bald 100.000 und wir sind Oktober. Das heißt, das mal schaffen wir es noch eher. Hier machen wir 15%. Bahnhof hier in, also die Einnahmen durch Passagiere, die an diesem Bahnhof ihre Reise beginnen oder umsteigen, und 10% kann mit dem Restaurant kombiniert werden. Das Restaurant und die Einnahmen durch Passagiere, die an diesem Bahnhof ihre Reise beginnen oder umsteigen. Und dann machen wir doch das mal. Ja, da haben wir die Lagerhalle, das passt soweit. Gut, eine halbe Million hätten wir. Manchester, fehlt noch das Tuch. Na, da müssen wir schauen. Na gut, manchmal muss man ja nicht alles verstehen, wieso, weshalb sie von wo nach wo fahren und dann was ausladen und wieder einladen. Das sind doch viele Versprechen, Wartung und Reparatur reduziert. Also, eine richtige Zahnradbahn ist das. Billig gebaut, aber durchaus eine kleine Überraschung in der Fahrt. Ja, also das sieht man, das kommt durchaus. Ja, und da ist der Mais. Also das sieht man, jetzt wird auch wieder umgesappelt. Nein, ganz ehrlich, nein. Das sind ja noch gemischt. Aber die haben ja natürlich die Priorität. Also
die Priorität ist wahrscheinlich bei Personen und Paketen immer höher als Fracht. So. Und da wird schon wieder ein Mais eingelagert. Herrlich, wie das funktioniert. Der Mais ist, hier kommen schon 13 Mais an. Getreide noch nicht. Wir müssen da durchaus noch mehr tun. York Milch möchten die eigentlich noch gerne. Milch wollen die nicht, aber Weizen. Dann würde ich eigentlich sagen, machen wir doch noch eine Weizenlinie nach hier, dass das nochmals ein wenig besser ist. So. Ja. Das heißt, wir gehen ja am besten schon hier vorne. So. Dann aber nochmals. So. Bis hier. Dann machen wir hier den Anschluss hier. Machen das manuell. Alles vollladen. 3, 6, 7. Ja. Dann fährt der nach hier. 1, 2, 1, 2, 3. So. Na, oder warte mal. Eins, zwei, drei. Bestätigen. Ja, oder warte mal, eigentlich kann der ja ausladen, hier, kann hier wieder einladen, hier, so, kann hier alles einladen, so, kann hier alles ausladen, kann hier wieder Mais einladen, was der ja wieder möchte. York. Drin. Einladen, ausladen, wieder hier. Genau. Gemischt, passt.
Machen wir zwei. Dann aber noch. So. So. Hier machen wir ein Wartungsgebäude, dass das auch schön immer funktioniert. Dann dürfte der hier auch Getreide bekommen. So, Wartungsbedarf wurde wieder verringert. So, Liverpool ist wieder am Wachsen. 15.000 noch. Das wird. Wird das knapp. Manchester. Fehlt das Tuch. Wenn ich hier Tuch. Wartet mal. Ich habe ja bei dem Bahnhof ja Zugliste Liverpool meine Ideen. Fracht, genau. Machen wir den auf manuell. Kann das nehmen. Hier wird geändert. Nimm Tuch mit. So. In Liverpool. 1, 2, 3, 4. Dann viermal etwas nach seiner Wahl nehmen. Hier nach Manchester. Mal alles raus. Kann alles beliebig mitnehmen. Geht über dieses Gleis wieder nach Liverpool. Wir erhöhen das auf 2 Stück. Dann könnte das funktionieren. Na komm. Oder manchmal. Gut, der wäre eigentlich Holz. Holz bräuchten die. Okay. Also bis hier geht ja Holz und Holz wir noch hier hin. Wenn ich es recht habe. Ja, Holz wird hier hingeliefert. Dann würde ich noch einmal manuell und zwar Holz. So. Die genau nach Manchester Spiders mit der Gleichheit weg. Ja. Ja. So. So. Thank you.
Es wird knapp, es wird sehr, sehr knapp, aber vielleicht schaffen wir das gerade noch. Kreuz die Finger, drück mir die Daumen, alles was Glück bringt. Was habe ich gesagt? Jörg möchte Milch haben und Gemüse. Gemüse. Das werden von hier. Gut, dann mache ich hier. Also wie das kann man uns nicht klagen. So. So. Dann. So. Nein, falsch. Genau so rum. 21 Bauernhöfe. Hier geht es direkt nach hier hin. Automatisch ist nur Fracht. Machen wir zwei Stück. Wahrscheinlich ist hier ja natürlich auch schon der Bedarf für das. Ja, das ist da wie auch für Äpfel. Das heißt, ich werde mir jetzt gerade mal kurz Zeit nehmen, das ein wenig anzupassen. Oh. Mist. So. Die hier. So. Nein, das war Mist. Kann nicht errichtet werden. Ach. Du Himmels. Alter, das ist jetzt wirklich langsam eine Zumutung. So. So. Dann die. Und nochmals einen hier. Hm.
So, die ziehe ich mal schon hinaus. So. So, das sollte jetzt hier passen. Dann können wir hier auch ohne Probleme die ganze Sache, die ist wieder korrekt. Wunderbar. Dann heißt es, Gemüse und Äpfel müssen nach London. Gut, dann machen wir zuerst mal so. 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 Dann, nein, nein, Alter, hier. Meine Güte, manchmal ist da so kleine Fusselarbeit nicht gerade meine Stärke. So, klappt. Dann, wir brauchen einen Frachtzug. Genau. Nur Fracht. Der geht über hier nach London und wieder zurück. Jetzt brauchen wir nur noch das nötige Kleinkapital, um die Lok auch auf ihren Weg zu schicken. Na komm, 102.000. So. Die auch schon. Und das ist okay. Aber ich mache die einfach schon mal vorsorglich hier mittig. Mache ich da so eine Verbindung. So, 66.000 haben wir schon wieder. Gut, ja. Wunderbar, hat geklappt. So. So. Dann kommt das noch so. Dann noch das.
Da sind sie mal ganz ordentlich schon am Dampfen, Qualmen, Machen, Tun. So, Jörg hat jetzt seine Äpfel. Jetzt fehlen ihm noch Milch. Schließen. Und mit Holz kommt immer noch nicht. So. Gut, also lieber Holzbetrieb. Okay, der ist etwas über 300.000, noch 9.000. Ah, wo haben wir Milch? Milch hätten wir hier. Wir könnten Milch hier hinten hierhin liefern lassen und dann von hier eine Route nach York. Ich mache hier mal ein Warenlager. Ins Warenlager möchte ich bitte. Was haben wir? Milch? Na, wo? Nee, wo ist? Hier. Gemüse, Äpfel. Kann man noch gebrauchen. Garn kann man gebrauchen. Holz könnten wir auch so vielleicht noch ein wenig bekommen und Weizen. So. Gut. Hat London auch schon Milch? Ja, Milch kriegt die. Dann würde ich jetzt eine Frachtlinie machen. So, nach York. Genau. Rein. Er kommt automatisch. Gibt's zwei, gibt's. Dann können die sowohl Passagiere als auch Milch als auch was auch immer man hier noch hat, kann man dann liefern. Gut, also das ist ein sehr großes Netz, was wir schon haben. Achttausend noch, März, April, Mai, Juli, 3 Monate haben wir noch Zeit. Und ich bin so am Schwitzen, also so gedanklich am Schwitzen, dass wir das wieder schaffen, dass wir, dann mache ich noch hier eine Holzroute und die Holzroute kann dann hier oben noch Holz hinbringen. Bis hier nur Fracht, genau. Vielen Dank, vielen Dank. Das hätte mir nicht zu machen müssen. Hier. Nur Fracht. Einmal hier. Yep.
Gut, dann bringt sie mir Holz nach unten. Die im Personalbüro für das Wohl deiner Mitarbeiter entstehen und weitere 5% Gesamtlohn. Okay. So. So, jetzt haben wir wohl schon. Habe ich das Gebiet nicht schon? Doch, das habe ich gekauft, das habe ich gekauft. Jetzt fehlt nur noch dieses. Und die Konkurrenz ist da nicht gerade so. Ja, machen wir mal 83.000. Okay, aber es läuft eigentlich. Was brauchen die? Die brauchen Äpfel. Äpfel, um die Produktion weiter. Die brauchen Stoffe für die Kleider. Stoffe kriegen die von dort. Muss ich aber noch eine wahrscheinlich direkt Linie machen. So. Wo nur Fracht bestätigen. So. Genau. Nein. Oh. Einmal wieder wie bekannt bei mir alles einmal durchklicken. So, dann machen die Kleider werden auch hierhin transportiert, oder? Nein, ab 50.000. Okay. Da haben wir Gemüse. Noch 5.000. Ja, 4.000. Mit über 90.000. Die brauchen jetzt Salz, Milch. Stimmt, Äpfel wollten die noch. Dann könnte ich Äpfel von hier nach da drüben. Dann würde ich aber hier noch da direkt. Ich glaube, sie müssen so hier durchfahren. So. 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 Den und so. So, dann
haben wir hier Fracht. Also, wieso geht das wieder nicht? Ach, deswegen. So. Das habe ich ja. Ach, weil es nicht der Start war. Alter, jetzt werde ich langsam nervös. Das merkt man sicherlich. Ich hetze und hetze und hetze. So, nur Fracht. Wunderbar. Die Äpfelchen kommen hier nach Birmingham. Birmingham produziert dann uns Schnaps oder Alkohol, besser gesagt, Apfelalkohol. Der wiederum hier nach Schafzucht in London. Gut, jetzt brauche ich Salz. Salz hätte ich hier. Oh, das wird jetzt knapp. 2000, also 1500. Kommt schon, bitte. Bitte, Leute. Bitte, 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 bitte. Ah, es sind nur noch 1000. Bitte, bitte, bitte. Alter, folter mich nicht so. Noch 400. Komm schon, 300 noch. Noch 200. Aber das wäre knapp. Nur noch 40. Ich habe soeben eine Depesche erhalten. Die Stimmung in Birmingham scheint zu unseren Gunsten zu kippen. So weit, so gut. Sie haben den Birminghamern genug Honig ums Maul geschmiert und die Great Western hat die Konzession für dieses Gebiet nicht erhalten. Ein nicht zu verachtender Sieg für uns. Unsere Konkurrenten halten aktuell die Füße still, aber dem Frieden dürfen sie nicht trauen. Angriff ist die beste Verteidigung. Es wird Zeit, dass wir ernsthaft damit beginnen, uns auszubreiten. Sehen Sie dort die Privatstrecke zwischen Oxford und Birmingham? Das ist ein kleiner Fisch, der bislang unabhängig operiert. Ich habe mit unseren Verbündeten im Parlament gesprochen. Es ist uns jetzt erlaubt, kleine Strecken wie diese aufzukaufen. Worauf warten Sie noch? Vernichten Sie die Konkurrenz! Schließen. Schritt für Schritt wird das Chaos beseitigt, das die Railway Mania hinterlassen hat. Ja. Und weg. Und weg.
Gut, erzähl mir den Zug zwischen Liverpool und Purley, den Expressstatus. Ja, können wir machen. Bitte nicht. Ist das der gemischte? Ja, machen wir den Express. Und stellen die um. Eigentlich würde ich da, das wäre eine Fracht, da ist nur gemischt, würde ich eigentlich mir die Punkte sogar noch sparen, dass wir da vielleicht sogar noch was kriegen. So, das ist noch gemischt. Das darf ruhig gemischt bleiben. Dann haben wir noch beliefere York und 4 Ladungen Gemüse. Linie York, also da, hör auf. So, machen wir manuell. Ladungen. Du kannst. Jetzt hat es doch vorhin 40.000. Jetzt ist es wieder gefallen, ne? Milch. Milch könnten wir liefern. Wo haben wir... Wo hätten wir Milch? Milch ist hier. So. Alter, Mücke. So, das. So. Gut, dann machen wir eine gemischte von hier nach hier, nach hier, nach hier. Gemischt. So, ja. So. So, und
haben wir dort hinten schon mal bei ihr ein wenig Stunk gemacht. Golden in Kalifornien. Wir brauchen Milch. So, und jetzt gehen bitte. So. Gut, dann. Gibt es noch eine, die. Hier. So. Hier bitte. Waren und das. Im Lagerhaus. Wolle, Milch, Zucker bitte einlagern. Für die Weiterfahrt natürlich. Wunderbar. Dann gibt es noch hier. So, Zuverlässigkeit, Chemie-Sachen. Dann hätten wir Milch. I don't know. Falls Sie sich fragen, warum wir so erfolgreich sind, das liegt an meinem militärischen Hintergrund. Ich war 10 Jahre Soldat im 67. Regiment der Bengal Native Infantry. Da nimmt man so einiges mit. Irgendwie sagt's hier nein. Aber weshalb? Ach so, jetzt weiß ich wieder. So. Dann dürfte das gehen. So. Nein, eigentlich. Wer ist dieser? So. Hier rüber. So. Gut, dann soll das eigentlich funktionieren. Milch kommt hier hin und Milch transportieren wir dann hier nach oben automatisch. Und dann wird somit auch York mit Gemüse dann versorgt.
So, fahren wir mal mit. Lower kann weiter London, kann in Dover abladen. So, jetzt da die Route von, ich darf die Route drin, London York. Birmingham Lock and Rest. Schau, kann man die nicht so sich ein wenig anpingen? Ja. Was habe ich denn hier? Milch hätte ich. Zwei werden eingelagert für die Weiterfahrt. Das heißt, das könnte gut möglich sein. Ähnliche Mücke. Gut, hier vorne haben wir alles. Gut, dann ist nur noch das. Die hier unten, die uns fehlen.